Freunde, hier ist wieder It's Fresh und heute habe ich drei Gadgets für das iPhone, die wir jetzt mal ein bisschen ausprobieren und unter die Lupe nehmen werden. So, ihr seht hier, wir haben zwei Pinball-mäßige Geräte bzw. so eine Arcade-Station. Die sind natürlich am ehesten miteinander vergleichbar. Gleich kommen wir auch noch zu diesem ominösen Gerät. Worum es sich dabei handelt, erkläre ich euch gleich, aber ich würde sagen, wir fangen mal hiermit an. Das hier ist vielleicht für viele schon erkennbar, soll eine Art Flipper sein, deswegen heißt es auch Pinball Magic und das funktioniert folgendermaßen. Man hat ein iPhone und es ist tatsächlich auch nur mit iPhones kompatibel, nicht leider mit Android-Phones und hat dafür eine kostenlose App, die heißt Pinball Magic. Die habe ich jetzt mal geladen und dann schiebe ich das einfach mal oben rein. So, rastet ein, App ist auch schon geladen und damit ist eigentlich schon alles, was es an Vorbereitungen braucht, erledigt. So, man sieht hier an der Seite, es gibt diese typischen Pinball-Knöpfe, die funktionieren auch. Ich habe mich vorher wirklich gefragt, wie das gehen soll, aber es tut es. Jetzt steht hier Press to add players und zwar nicht hier auf dem Touchscreen, der funktioniert jetzt gerade nicht, sondern hier unten ist auch noch ein Knopf. Da kann ich jetzt sagen, okay, ich bin ein Spieler und hier ist dieser typische Abzughahn, hätte ich jetzt fast gesagt. Bang, und da fliegt die Kugel. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, also tatsächlich, die Knöpfe reagieren unheimlich schnell, die Flipper. Mir fast ein bisschen zu einfach. Oh, und da ist die Kugel weg. Na super, da konnte ich aber nichts für, die ist dazwischen gefallen. Das heißt, bei der kleinsten Berührung schlägt das hier aus. Man hat auch sogar die Möglichkeit, so einen Tilt zu aktivieren, wenn es so wackelt. Das kennt man ja von den Original-Flippern. Ich habe das jetzt mal deaktiviert, weil ich ja hier beim Erzählen bestimmt ein bisschen rumwackel und das Ding nicht auf dem Tisch stehen habe. Grundsätzlich muss man dazu sagen, finde ich, für ein Pinball-Game ist die Kugel viel zu leicht, weil ihr seht, es ist mehr so ein Flummi als eine Pinball-Kugel. Also das Gameplay hat mich jetzt noch nicht so ganz überzeugt, aber es funktioniert einwandfrei, alles, was man machen möchte, erfüllt auch seinen Zweck. Hier oben ist ja nochmal so eine Lampe, das heißt, wenn ich jetzt mal irgendwann zum Zug komme, ich kann ja quasi hier schon freihändig spielen, weil die Kugel eh nicht den Weg nach unten findet. Ah, jetzt. Dann wird vielleicht auch irgendwann mal das Lämpchen leuchten, aber ihr seht, da oben wird so viel an diesen Dingern rumgebounced. Es dauert unheimlich lange, bis die Kugel mal den Weg nach unten findet. Pinball Magic, das ist sowohl der Name der App als auch des Geräts. So sieht die Verpackung aus. Da steht auch drauf, mit was das kompatibel ist. Nämlich mit allen iPod Touch von der ersten bis zur vierten Generation und iPhone 3G bis 4S. Das heißt, iPhone 5 geht nicht. Das hat ja andere Anschlüsse unten, deswegen passt es nicht in das Gerät. Ja, von der Verarbeitung her eher billig, nicht so wirklich Premium. Die Druckpunkte an den Knöpfen könnten ein bisschen präziser sein und es ist halt auch so ein bisschen filigran. Also wenn da erstmal kleine Kinderhände dran sind, dann ist das sicherlich auch relativ schnell kaputt. Und da das Ganze auch nicht ganz günstig ist, 36 Euro ist so der Preis, den wir gefunden haben. Es wird bei unterschiedlichen Online-Händlern geführt, zu unterschiedlichen Preisen. 36 Euro ist da schon das Minimum. Finde ich das nicht unbedingt ein Schnäppchen. Das zweite Gadget, was wir in petto haben, heißt Arcady und es sieht tatsächlich aus wie ein richtiger Arcade-Automat im Miniaturformat. 6 Spiele soll es dafür geben. Wir probieren das Ding jetzt mal aus. Der Arcady hat hier hinten so eine Klappe, die kann man aufmachen. So, und da kommt dann das iPhone rein. Da muss man ein bisschen gucken, das ist ein bisschen flinch mit dem Anschluss. So, und knack. Nicht kaputt gegangen, sondern eingerastet. So, und jetzt müsste sich das Ganze von alleine kalibrieren. Da läuft so ein grüner Balken lang. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so wirklich, was da kalibriert wird. Aber auf jeden Fall muss man die App einmal starten und dann legt das Ding los. Und es müsste jetzt auch in dieser Sekunde fertig sein. Genau, da steht es, completed. Und damit können wir das Spiel dann starten. Ich habe mal so eine Art Space Invaders reingeworfen und das zocken wir jetzt mal an. So, das Setup der Buttons ist ganz klar, ganz klassisch gehalten. Wir haben einen A- und einen B-Knopf und einen Joystick, der in alle möglichen Richtungen bewegt werden kann. Space Invaders sollte, glaube ich, jedem ein Begriff sein. Und für alle, die das nicht kennen, die später geboren wurden, es geht einfach darum, die Raumschiffe abzuschießen. Am besten nicht, ohne selbst abgeschossen zu werden. Mit Dauerfeuer, wenn man diese Sterne einsammelt, dann bekommt man eine höhere Schussrate. Das hier zum Beispiel ist so ein Doppelfeuer. Und sterbt alle. Komm, noch 4, die kriege ich noch hin. Den Level machen wir noch dicht. Einen noch. Yay, Level complete. Also, ihr seht, es funktioniert.
Die Buttons reagieren eigentlich genauso, wie sie funktionieren wollen. Hier über den Joystick kann man das Ganze bewegen. Es gibt für den Arcady durchaus unterschiedliche Apps. Allerdings hat die Sache einen kleinen Haken. Auf der Verpackung wird geworben mit 6 verschiedenen Spielen. Allerdings haben wir insgesamt nur 3 im iTunes App Store gefunden. Ich frage mich wirklich, wo die 3 anderen Spiele geblieben sind, ob die zwischenzeitlich aus dem App Store rausgeflogen sind oder ob das tatsächlich eine glatte Lüge ist, dass hier 6 Spiele beworben werden. Das Ganze ist auch deutlich günstiger als der Pinball-Verschnitt, den wir eben gesehen haben, denn das hier kostet nur 16 Euro und es funktioniert. So, kommen wir zum dritten Gadget in der Runde. Das ist das hier. Da könnt ihr euch vielleicht mit Recht fragen, was zur Hölle soll das denn bitte sein? Ich sage es euch, es ist zum Beispiel ein Lautsprecher. Man kann das Ding hier so ein bisschen ein- und ausstülpen. Und wenn es eben ausgestülpt ist, dann soll das als Lautsprecher fungieren. Ich habe einfach mal einen gerade aktuell sehr beliebten Song geladen. Das ist die normale Lautstärke. Und wenn man das reinlegt, ich weiß nicht, ob ihr das über mein Mikrofon ordentlich hören könnt, ist es doch ziemlich deutlich lauter. Das heißt, ihr könnt im Park, am Strand, im Bus, in der U-Bahn den Leuten noch ein bisschen mehr auf die Nerven gehen, wenn ihr euren Song hier laut laufen lasst. Es ist tatsächlich natürlich reinste Physik. Also letztendlich ist das hier einfach nur eine Plastikschale. Ich mache den Song mal eben ganz kurz aus. Ist natürlich einfach nur eine Plastikschale, die dafür sorgt, dass der Schall sich so ein bisschen verstärkt. Es funktioniert natürlich im Endeffekt mit allen Geräten oder Objekten, die so ein bisschen konisch ausgestülpt sind. Wir haben da zum Beispiel mal eins. Kann ich mal bitte, ja, wow, was haben wir denn da? Eine stinknormale Tupperdose. Gucken wir doch mal, ob das damit genauso funktionieren würde. Wir machen den Song wieder an. Das ist die normale Lautstärke. Siehe da, funktioniert genauso und wahrscheinlich eben nicht nur mit dieser Tupperdose, sondern mit Schüsseln, mit Gläsern, mit Hüten, wenn sie denn aus einem bestimmten Material sind, also eigentlich mit allem. Aber das Ding hat hier quasi auch noch eine zweite Funktion, denn wenn ich diese ganze Ausstülpung mal wieder reindrücke, dann ist es das perfekte Strandutensil, ein Frisbee. Jo, Flytunes heißt das ganze Ding, kostet schlappe 20 Euro. Kann man machen, für die Hälfte des Preises hätte ich es auch noch genommen. Wenn ihr noch gute Ideen habt zu weiteren Gadgets, die wir hier mal testen sollen, dann schreibt das bitte einfach in die Comments. Und da gibt es natürlich auch noch ganz viele weitere Videos hier auf dem Channel, die ihr unbedingt gucken müsst. Bis dahin!